Ein herzliches Hallo und willkommen zurück beim Let's Play von 7 Days to Die. Naja, haben mich alle allein gelassen hier. Alle allein. Auf dem Weg. Ja, heute schon wieder rum. Er steht aber auch noch im Weg. Ja, ihr seht ja, die Danu ist natürlich auch wieder da. Hi. Danubis. Moin Moin. Und der Xa. Du sollst nicht zu viel schwafeln, du sollst graben. Ja, genau. Ich bin hier zum Arbeiten verdonnert worden, zum Buddeln, zum Schaufeln, zu meiner Lieblingstätigkeit. Was macht ihr denn da? Wir wollen die Berge abtragen, damit wir freie Sicht haben. Hol dir eine Schaufel und halt die Klappe. Nee, er muss doch noch Munition herstellen, oder? Wir spielen das Minispiel in 7 Days, der Graben-Simulator. Wollen wir nicht einfach alle Schatzkarten, die wir haben, einlesen, in der Hoffnung, dass vielleicht eine hier ist? Probier's. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Oder wie war das? Ja. So, ich brauche Papier, ich brauche Gunpowder. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Graben eigentlich gar nicht mag? Also ich habe von dir gehört, du liebst Graben. Du könntest den ganzen Tag graben. Er liebt, ich habe das auch mit dir verstanden, dass er das am liebsten den ganzen Tag macht. Ich meine, du, er macht demnächst schon wieder Urlaub und geht graben, also von daher muss das dauert mögen. Länger als hier. Ne, siehst, und er macht's freiwillig. Da finde ich aber auch was bei. Ja, ja, da auch. Also in der Regel. Wenn du Glück hast, findest du da auch was. Irgendwas. Ja, echt? Was gibt's denn hier? Erde. Oh. Wie, bist du doch noch anspruchsvoll, oder was? Erde. Ja, total. Noch mehr Erde. Und noch mehr Erde. Ich gehe jetzt mal meinen Beton, also den Beton, den ich von Anubis habe. Das ist sogar fruchtbare Erde, ne? Ah. Ja. Nee, dann ist toll. Da siehst du. Alles gar nicht so tragisch. Nee, klar, super. Boah, der Abstand wird schon langsam. Du weißt schon, dass das Xada wirklich das Dreifache gemacht hat von uns? Dein Ernst? Ja. Macht aber Spaß, hier bei mir mit der Arbeit zuzuschauen. Hat er an, was er aufgeführt hat? Setz mich jetzt hier hin und schau zu. Was hat er denn gemacht? Er hat ja nur runtergebuddelt. Ja, eben. Ja, aber das ist aber ja... Aber Xa, die andere ja Seite weg. Hier. Da. Beweg dich. Los. Ey. Was ist denn da hinten, Xa? Da kann ich nicht weiter graben, weil da sonst die Lampe runterfällt. Mit dem Kackstift den Koja. Dann musst du halt den Kackstift umbauen. Aber da vorne ist's eng. Der hat da wieder über meinen Kackstift, als hätte er da die letzte Folge nicht schon schlimm genug dran rumgemeckert. Ja, macht er direkt weiter, wie wenn es keine neue Aufnahmesession wäre, gell? Unglaublich, unglaublich. Dass er mich einmal lobt. Ja. Weißt du, ich fordere in so vielen Folgen auf, lobt Xa. Und dann kommt sowas. Ja. Das ist der Dank. Das ist wirklich hast du ja, wir müssen echt mal sagen, falsch gesetzt. Leute, lobt's doch bitte mal so schön. Ja. Falsch kannst du nicht übersetzen. Oh Mann. Ach, das hast du aber richtig schön falsch gemacht. Das gibt eine 1 mit Sternchen in falsch setzen. Soll ich den Kackstift umbauen? Wenn falsch, dann richtig falsch. Genau. Sag mal, Tür Nein. einbauen und so weiter, neu irgendwo, Danu? Ich mach grad Außenmauer. Ich hab mir gedacht, du machst jetzt eh Munition, oder? Ich mach jetzt grad ein bisschen Munition, aber das läuft gerade durch. Ich komm dann nachher, wenn ich den Beton da los bin. Alles weg hier, alles. Sag dich, wenn ich den Beton los bin, das bin ich schon? Also echt dann. Musst du jetzt buddeln? Oh. Nö, jetzt muss ich Löcher einbauen in die Mauer. Wieso hab ich denn noch eine Hunting Rifle? Das ist gut. Damit. Achso, nee, warte, ich wollte den Kackstift umbauen. Damit genau, Xa da weiter buddeln kann. Kackstiftete, damit du das auch mal lernst. Falsch, Kackstifte zu bauen. Nee, ich baue deinen ja so um, dass er weitermachen kann. Ja, statt das dass er nur rumheult und dich selber macht. Das glaubst du, dass, wenn Xa erstmal das Ding dann sieht, dann wird er bei dir wahrscheinlich auch anfangen mit. Ist relativ unwahrscheinlich. Falsch. Bei dir traut er sich dann nur nicht. So, mit O. Mit O. Mhm. Das nach da. Das ist aber eine tolle Tätigkeit. Also ich finde, ich könnte. Was kannst du den ganzen Tag machen? Dann geh jagen. Unsere Fleischvorräte sind auch ziemlich tief. Ich bin dann mal weg, ich geh jagen. Du gehst Munition machen, sag einmal. Munition okay, geht doch nicht. Ist im Schmelzofen.
Was geht was? Doch nicht? Den Kackstift aufs Neubauen. Sah gut aus, wenn ich hatte drüben. Wie, was? Hast ja, den darfst du neu bauen. Hast du ihn einstürzen lassen? Ja. Kannst du eigentlich überhaupt? Nix. Deswegen bin ich ja da. Nix drauf, außer Zahnbelag. So. Also dann wieder Kackstifte machen. Oh, das tut mir aber leid, da muss ich jetzt auch... Ich komme mir hier gerade wie im Knast vor, weißt du? Da, wie in, bei den Amis, weißt du? Wenn die Strafgefangenen buddeln mussten. Und dahinter steht der Aufseher mit der Knarre. Oh ja, das ist es. Ja. Moment. Das passt sehr gut. Und vor allen Dingen... Was denn? So stellt sich das ja nur bis gerade vor. Du hast aber noch erleichterte Bedingungen, weil du hast nicht so eine riesen Kugel an den Füßen dran. Gesagt, du baust die falsche Reihe ab. Hammer weg. Ich dachte, ist PvP an? PR-Ding. So, ich geh mal Rehe suchen. Die kloppen sich und ich schufte hier. Wir kloppen uns gar nicht. Ihr tut so. Wir wollten gerade anfangen damit. Derjenige, der sonst Gedanken. Sich sämtliche Gänseblümchen anguckt, sagt, er schuftet hier. Ja, ja. Nur weil man gesagt hat, was er tun soll. Aber weißt du, wozu fragt er denn vorher, wenn er es nicht machen mag? Ich habe ja immer die Hoffnung, dass die Antwort auf, wo kann ich helfen? Ach nö, lass mir abends schon oder ich mach das, brauchst nicht helfen. Ist. Anubis, bist du schon draußen? Weil sonst kannst du gerne die Wasserflaschen mitnehmen und auffüllen. Du kannst auch gerne den Berg mit mir wegbuddeln. Ich bin schon weg. Koya, magst du aber Wasser holen gehen? Ich hole gleich Wasser. Nö, nee, wenn Koya will, kann er es ja auch holen. Ich kann Wasserläufer machen, ja. Kann ich gleich machen. Aber jetzt buddel ich noch ein bisschen, dass wir es hier alles auf das Niveau kriegen, wenigstens. Niveau. Wir haben endlich ein Niveau. Auch nicht. Ja, doch. Das Niveau existiert. Es ist nur noch nicht alles auf diesem Niveau drauf. Also, wir graben nach dem Niveau, aber wir sind noch nicht tief genug, oder? Genau. Es ist ja logisch, dass man nach unserem Niveau graben muss, ja, in die Höhe baut. Oh Mann. Herrlich. Das ist halt so doof, so. Müssen wir mal in der Mine gucken, vielleicht kommt da irgendwo das Niveau. Ob wir da schon tief genug sind? Ich weiß es nicht. Also wenn Lava kommt und ein Teufel brüllt, dann sind wir vielleicht tief genug. Ja, das könnte ausreichen. Liegt hier ein toter Zombie. Weil er es kann. Genau. Ist hier zufällig irgendwo ein Bär? Endlich nicht. Er steckt sich wahrscheinlich hinterm Busch. Mhm. Er springt dann gleich raus und sagt Niam Niam Niam. Wenn ich gleich wild kreischend durch die Gegend rennen, wisst ihr Bescheid. Wer rast denn da schon wieder weg? Ich wollte gerade sagen, ich höre so ein Moped gerade. Erfolgreich die Flucht angetreten. Vom Niveau. Ja. Merkst du was, Koya? Wir buddeln hier. Ja, ja. Die vergnügen sich. Und gleich würde ich Wasser holen und die sagen, ach, hab ich schon erledigt. Ich würde mal nachschauen, ob die leeren Wasserflaschen noch da sind oder ob die Xamit hat. Doch schön hier. Buddeln. Haben wir doch lange nicht mehr gesehen. Your Mining Skill ist now Level 97. Siehst du mal, es lohnt sich auch richtig. So was kriege ich gar nicht mehr. Hast du 100 oder wie? Ja, natürlich. Ich war so stolz, 97 zu haben. Ja, schaust du mal die Mauer an. Ja, das hat ja nichts mit Mining zu tun, die Mauer. Ja doch, was glaubst du, wie viel ich da schon Gramm habe? Ja, und wir auch. Ja, eh. Unten, ja. Das war ein Schwein. Ein armes Schwein. Solange es keine Schaufel in der Hand hat, ist es okay. Das ist ein Zombie. Den kann man nicht essen. Also probieren kannst du schon, aber ob das ja nahrhaft ist? Ja, schmeckt wahrscheinlich ziemlich gammelig. Geh Wasser holen. Ist schön, also. Wird gut. Oh ja, ich bin am Verdursten, würdest du Wasser holen? Wir haben doch noch ganz viele Packen. Funktioniert nicht. Da hinten ist ein Bär.
bin eigentlich recht weit weg. Also. Ein Bärensteak. Na komm, was soll's. Wie? Fragst du dich, ob du ihn angreifen sollst, oder wie? Ich hab schon auf ihn geschossen. Ja, siehste. Wir wollen ein schönes Bärensteak haben heute Abend. Weißt du, wenn man hier, wenn man hier so viel buddelt, da hat man ja auch einen Bärenhunger. Witz. Das ist Wahnsinn, ey, dass ich da drauf gekommen bin. Das ist sag super. Mal, Kuja, bist du da nicht schon weiter? Eine Schaufel im Kopf stecken. Also es gibt heute definitiv Bärensteak. Sehr schön. Gibt heute Koja. Ob ich ihm noch sagen sollte, dass die Rampe noch eine zweite Seite hat? Das ist mir egal, da ist kein Berg. Nein? Nee, nicht so eine. Okay. Außerdem, wenn wir damit nicht fertig werden bis zur Nacht 28, ist ja auch nicht schlimm. Es ist jetzt nur wichtig, dass die uns nicht da drüber hoppen, beziehungsweise dass wir ein bisschen bessere Sicht haben. Ja, deswegen sage ich ja schon mal auf die andere Seite. Vielleicht sollten wir eher da weitermachen. Wahrscheinlich kommen die eh von einer ganz anderen Ecke. Aber egal, dann haben wir gute Sicht hier und... Können zuschauen, wie hier nichts kommt, genau. Wir können gucken, wie hier nichts kommt. Wir haben wenigstens eine Richtung offen, in die wir fliehen können, wenn wir dann überrannt werden. Aber geh. Wir werden hier nicht überrannt. Nee, noch nicht. Wobei ich mal gespannt bin, wie lange das gut geht, bis wir echt mal richtig Probleme kriegen. Also die 21. Nacht war ja noch so, ja, ne? Also das war ja ohnehin... langweilig. Ja. Das war die 14er, die hatten wir außerhalb, ne? Genau, die 14er hatten wir außerhalb, die 21er war völlig abgeprallt. Also die 14er fand ich voll entspannend bei der Kirche vorne, ja. Ja, auch nur ja, also an sich war sie locker, ne? Aber dadurch, dass wir da draußen waren, hat sie echt Spaß gemacht. War bisher die coolste Welle. Wobei dann, tagsüber kam. Gehen wir doch einfach raus zur Welle. Wenn du dich Spaß gemacht hat. Ja, nachts nicht. Tagsüber würde ich das durchaus mal machen. Ja, dann komm, geh mal Wanderwurde suchen. Die hat mir auch schon oft genug. Selbst zu einem. Genau, die finden uns schon, wenn wir hier genug Krach machen. Das ist ein recht bäriges Angebot hier gerade. Gibt's Bärensteak für alle? Ja, und Reh gibt's dazu auch. Wahnsinn. Wir gehen beide jagen. Nee, wir Reh. Ach, wir Reh. Was? So, und jetzt gehe ich mal da hoch. Wenn Makoya noch irgendeinen Weg nach oben lassen hat. Fäng ich nicht so an. Buddel die ein. Mal die Rampe ab. Also wenn jetzt da wer drüber rennt, ist selber schuld. Was? So. Ich wollte jetzt eigentlich gleich rein, ehrlich gesagt, und dann Wasser holen, weil jetzt haben wir schon Mittag. Aber mach nur. Ja, dann kann ich aber die nicht umbauen. Weil ich hätte, spätestens jetzt hätte ich die Frames damit ruiniert. Ui. Wir wollen doch nicht, dass wir darüber springen. Nee, das wäre ein bisschen unpraktisch. Eben. Obwohl es Spannung bringen würde. Soll ich es wieder aufbauen? Nein. Okay. Aber was hast du eigentlich gebuddelt? Oh ja. Frag mich, was die Dano hier die ganze Zeit macht. Noch aus wie vorher. Oh, ja. Ja, schau doch mal die Rampe an, wie sie jetzt ausschaut. So. Ach. Der Unterschied wird dir nicht auffallen. Meierchen. Hast du schon Spikes geholt? Nein, ich kam ja nicht rein, du hast ja die Rampe abgerissen. Oh ja, ich baue sie immer diese Ausreden. Ja, irgendwie haben wir noch ein paar kaputte Spikes, ja, das, geh gerade mal außen rum, mal gucken, ob noch irgendwo Spikes sind. Ja, hier muss echt der Berg auch noch weg, ne, hier ist ganz, ganz wichtig, da wo der Xan nur angefangen hat und sich jetzt drückt.
Du kannst schon, Koja. Hm, ich komme. Also nach Spike sieht das jetzt hier nicht aus, als wäre noch irgendwo was kaputt. Mhm. Ecke, nö. Nur vorne beim Eingang müssen wir ein bisschen was ersetzen bzw. reparieren. Ja. Ja, das fehlen noch zwei. Komplett. Auf eine muss irgendwas draufgeflogen sein und die andere haben es kaputt gemacht. Womöglich, ja. Hallo Zombie. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus hier außenrum jetzt. Mhm. Wenn jetzt noch der Hügel weg ist, der kleine zierliche. So. Du meinst die zwei kleinen zierlichen Hügel. Hm. Dann haben wir auch freie Sicht auf das Feld. Sehr schön. Hui. Du meinst das Feld mit dem Loch. Mhm, dann sehe ich das endlich, wenn ich da. Vielleicht sollte man das Loch einmal zuschütten. Da wäre ich auch für. Nee, da ist ja immer noch Dings, oder? Immer noch Clay, oder ist der weg? Nee, der Clay hat den hat er komplett rausgeholt, glaube ich. Jo, oder? Der sollte an der Stelle komplett weg sein. Xaver, das ist ja grünlich. Deswegen ist das Loch ja so tief. Das ist aus letzten Krümelchen weggeschaufelt. Spikes. Und Metall brauchst. Ja, ja, Metall und Spikes habe ich. Nehme jetzt auch nochmal Holz mit Sicherheitshalber, glaube genau. Ich. Ja, ja, für die erste Stufe brauchst du. Achso, doch, das. Ja, genau, für die erste. Ja, doch. Ach, jetzt habe ich nur eine Wrench, egal. Die Rampe habe ich auch fertig. Soll ich dann Hammer geben? Achso. Nö. Das ist ja wirklich nicht viel. Hup. Hup. So. Na, ah, haben wir noch eine zweite kaputte? Noch ein Zombie drin. Ja, den kannst du auch kaputt machen. Na komm schon. Schickst du, wie lange das dauert, bis ich. Was machst du? Ich wollte nur mal gucken. Wir haben da extra nur zwei reingemacht. Warte, das hau ich da weg da. Da. Da kommt doch tatsächlich noch ein Zombie aus dem Klo. Aus dem Klo? So aus der Schüssel raus. Sag, wieso kannst du den dort stören? Also echt. Jo, ich hab dann mal kräftig angeklopft und jetzt, also euch. Hier waren wir noch nicht. Kann ich looten? Cool. Ja, ich hab grad auch noch eine Tankstelle gefunden. Weißt du, wir hacken da und die vergnügen sich die da draußen. Die looten Tankstellen, das ist unglaublich. Die gerade zufällig dran vorbeigekommen. Ja. Und immer haben sie Ausrede parat. Mhm. Uns lassen es doch schuften. Naja, das ist schon eine Frechheit. Ja. Was tun wir dagegen? Wir müssen uns dringend mal fleißige Mitstreiter suchen, ja. Ja. Aber nur fast. Ich glaube, wir brauchen da echt. Holt wenigstens Bärensteaks. Ja. Und ich kriege. Dann gehe ich jetzt mal Wasser holen. Vielleicht finde ich auch noch was zum Looten. So, wo haben wir es denn? Ja, sind einige Gläser, das meinte ich so mit. Ja, ich habe gesagt, wir brauchen schon langsam wieder, weil zum Kochen brauche ich auch wieder welche. Naja, ich mache jetzt einmal voll. Jedes Mal für euer Essen brauche ich Wasser. Muss jeden Stack einzeln dann füllen, oder? Ja. Also am besten, wenn du wirklich nur Wasser holen gehst, legst du fast alles runter, die naja, schneller ist. Gerade, habe ich gerade. Bis auf die Waffen. So. Hast du schon die Erdbohrer-Schematik gelernt? Ja, habe ich. Ich habe noch eine davon. Ist das ja steil mittlerweile? Hui. Ist genauso steil wie vorher, nur jetzt sind es halt Rampen statt Stufen. Naja, irgendwie finde ich, läuft man da langsamer hoch als bei Stufen, oder? Nicht wirklich. Schon. Schau mal. Ach nee, hier waren wir doch schon mal. Aber das ist alles respawn. Cool. Bist du denn? Und Tankstelle nicht weit von uns. Ist das respawned oder was? Ja. Ah gut, das kann sein. Ich habe eingestellt, glaube ich, nach 15 Tagen. Das ist nach 15 Tagen einmal respawned. Also insofern
Müsste das eigentlich bei sehr vielen Stellen mittlerweile der Fall sein? So, haben wir es doch schon. Und dann gleich ins Feuer rein? Ja, oder? Ja, klar. Gleich durchbraten lassen. Da ist irgendwo eine Schreierin. Ah ja, und mit deinen neu reparierten Spikes. Naja. Dann haben sie sich ja wenigstens gelohnt. Ja, wenn du willst, kannst du das gleich wieder reparieren. Aber sie hat immerhin nicht brüllt. Oh, ich dachte, wir haben jetzt mal Action. Nee, tut mir leid, sie hat nicht gebrüllt. Ich habe extra Quartermin schießen. Hier, brüll. Die ist schon tot. Oh. Ein Bass? Nein. Die kann leider nicht mehr brüllen, Koja. Hier ist aber nichts kaputt. Ach, nee, doch ein bisschen. Nicht viel. Naja, doch. Die hat mehr Schaden gemacht, als ich gedacht hätte. Glaube ich, reparieren wir generell. Ich sehe gerade, die haben ja teilweise, ohne dass man sieht, Schaden. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Und da teilweise doch so. Ja, dann sind sie wirklich nur ganz leicht angeknabbert. Naja, die haben 400 von 1000. Oh. Die erste Stufe ist auf 400 runter teilweise. Und ja, das solltest du einmal durchreparieren. Dann gehe ich einmal komplett rund. Das ist jetzt allerdings dann auch nochmal Arbeit. Dann mache ich jetzt erstmal das Wasser rein. Du hast schon unterhöhlt bei der Rampe, ne? Ja, ich weiß. Okay. Bin gerade dabei. Ich muss jetzt doof fragen, Wasser einfach in das Campfire oder? Genau, du schaust das Campfire an und sagst, du möchtest bitte sauberes Wasser. Dann sagst du noch 100 Mal bitte, bitte und dann drückst du auf sollst durchmachen. Aber nicht sauber drücken, sonst schluss das halt gleich wieder weg. Und wo ist das jetzt? Schaust du ins Lagerfeuer rein? Ja, es macht das schon, aber es hat es irgendwie einfach nur eingesaugt quasi und produziert es jetzt, okay. Genau, du hast irgendwo die Anzeige, wie viel er gerade noch produziert, aber er macht es jetzt eh. Wenn die Slots voll sind, muss man halt vorher ausräumen, aber das ist kein Problem. Moment, das macht er jetzt aber... So. Ja, okay. War ein Schweinchen? Ja, man muss nachher das Feuer selber abdrehen, aber das ist halb so wild. Hatte eben auch ein Schweinchen, aber das hat sich irgendwie vom Acker gemacht. Ja, Brennmaterial haben wir ja mehr als genug. So, dann mache ich mir mal, dann ist als Anhaltspunkt einfach hier die Rampe. Und dann schaue ich mal, wo ich noch durchkomme hier. Metall hast genug? Hoff's. Okay. Die sind echt ganz schön kaputt und man sieht kein Deut dran. Das ist echt kacke. Das ist bei den Kleinen schöner. Die haben dann diese Blutspritzer dran. Hier siehst du wirklich null. Ja, normalerweise reicht einmal die Woche durchreparieren einmal. Naja, aber das ist nervig, weil du musst wirklich jedes anklicken und gucken. Hier, das hat 77 von 1000 nur noch die erste Stufe. Man haltet einfach die linke Maustaste, die Maustaste gedrückt und rennt durch. Die rechte? So mache ich das immer. Ja. Achso, das springt auch dann über. Ja, okay. Du musst nur schauen, dass du wirklich jeden anschaust. Ja, okay. Also so mache ich das meistens. Stimmt, man muss es nicht neu klicken bei jedem. Ja. Die Geduld hätte ich auch nicht. Na komm, will er nicht. Brutzelt das denn unsere Meisterköchin gleich durch, hier das Fleisch? Legst das einfach mal in die Kiste. Wenn ich fertig mit Buddeln bin, mache ich das. Gut. Bring auch ein bisschen was mit. Da ist das Xar-Loch, das jeder kennt, außer Koja. Ja. Jetzt mach mal, du bist noch ein Loch. Ach, sie fährt's langsam, schade. Hier ist alles. Die Wände sind teilweise ein bisschen kaputt, ne? Aber das ist ja auch nicht so wild. Die haben jetzt nicht wirklich viel Schaden. Beziehungsweise die Foundations drunter, also die Klötze unten unter den Spikes haben auch ein bisschen. Okay. Ich habe jetzt natürlich kein Zeug dabei, aber es ist jetzt nichts. Es ist wirklich nur vorne bei unserer Rampe irgendwie alles kaputt gewesen. Wie geht's jetzt? Doch, da ist wieder ein bisschen was, okay. Meinte doch irgendwie, eine Seite war doch auch noch angegriffen worden. Ja, die hintere, glaube ich. Ich denke auch, die genau gegenüber, ne, von der Rampe. Da waren wir doch irgendwie in einer der letzten Folgen hinten. Aber ich weiß nicht, ob ich die nicht schon repariert habe. Manches Mal mache ich das einfach so zwischendurch.
Ja. Dann 10. Au! Mann! Okay, jetzt kann ich sie reparieren. Du machst gleich den Belastungstest für Spikes. Genau. Die war nicht belastbar genug. Wegen ein geprüft durch Koja-Zertifikat. Genau. Oh Mann. Ist das eine Auszeichnung? Das ist definitiv eine, ja, ja. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das so erstrebenswert ist, die Auszeichnung. Es ist eine Auszeichnung. Ob die erstrebenswert ist, ist auch, steht auf einem anderen Papier, aber es ist eine Auszeichnung. Irgendwo auch anerkannt? Hier. Ah, okay. Ja, beim internationalen Spike-Komitee. Ach so. Sag mal, die Worldwide Fackel. Oh Gott. Worldwide Fackel Font und. Und überhaupt, ja nee. Und jetzt auch noch die International Spike Komitee. Ja, wird höchst offiziell, das Let's Play ist höchst offiziell. Wir haben keine Ahnung, wovon er redet, wir kennen den gar nicht. Wir sind nur irgendwie wie eh zu ihm ins TS gestolpert. Falsches Spiel gejoint, ja. Tatsächlich auf den falschen Sauer geraten. Ob uns das irgendwie abtaucht? Befürchte ja nicht. Ich auch nicht. So, warum ist denn hier so furchtbar hell? Achso, hier ist ja so ein Kackstift, genau. Genau, du kannst in einen Kackstift ja neu bauen. Nee, du hast ihn kaputt gemacht, du musst ihn neu bauen. Oh, nicht der neu. Kackstift der Erleuchtung. Ich baue dir gerade den Weg weg, so. Viel Spaß beim Versuch, in die Basis zu kommen. Dann kann ich auch den Kackstift nicht neu bauen. Na gut, dann mache ich da halt einen Weg hin. Also Benzin haben wir reichlich. Ja, ist genug, ja. Hier vorne ist wirklich fast alles. Ja, was heißt fast alles? Sind viele so ein bisschen angeschlagen. Okay, das sind nicht wirklich viele, aber nur hier vorne hat man scheinbar Besuch. Ja, auf jeden Fall mehr Besuch. Dass ein Zeichen ist, dass die Horde auch hierher kommen wird, wahrscheinlich genau nicht. Das letzte Mal kam es genau an der Ecke, wo wir es nicht braucht haben. Ja, gut, jetzt ist es eigentlich egal, ne, von welcher Seite sie kommen. Also wir sind ja überall gut gerüstet. Wäre am praktischsten, wenn es nicht in der Nähe einer Rampe ist, dann hast du jetzt so einen Klotz da im Weg, der eventuell... Rampe haben wir doch erst eine. Ja, ja, ich meine ja, wenn es nicht gerade hier... Hier ist halt... Ja, aber die Rampe ist massiv, also die haltet einiges aus. Hier bin ich ja jetzt erst. Bin ja noch gar nicht einmal rund. Au! Hast du die Orientierung verloren? Hast du wenigstens Bandagen mit? Nö, aber ich blute nicht. Also, gut. Ja, das kann dann nicht bei den Spikes ganz leicht passieren, also. Ja, ich hatte das ja schon oft genug. Ich bin da ja erfahren. Aha, du bist ja voll international anerkannter Spike-Prüfer und wir werden jetzt auch eine Folgenpause machen. Wenn ich, ne? Ja. Damit ich da nochmal meinen Bericht schreiben kann. Wir sind jetzt hier einmal rund. Ja, ja, genau. Werde ich dann einreichen. Also es sind schon leichte bauliche Mängel hier gewesen bei meiner Inspektion, muss ich sagen. Das geht besser. Pass auf, er kriegt gleich noch mehr bauliche Mängel. Wir haben das jetzt... In Sicht habe ich bauliche Mängel, ja. Nee, du hast gleich bauliche Mängel. Viel Spaß bei mir, die Basis kommen, so. diese Leute, die einfach nicht mit Kritik umgehen können, das ist... ja. Dabei hast du noch eine Inspektion gehabt, die auch gleichzeitig die baulichen Mängel behoben hat, ja? Gut, die Rechnung kommt. Die Rechnung schicke ich dann weiter an Kroja. Ist okay. Meinst du, das funktioniert? Ja, klar. Bin ich jetzt dagegen, ehrlich gesagt. gehört und ignoriert. Da noch. Okay. Dann werde ich das hier, wie gesagt, nur abschließen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde sagen, dann kann der 28. Nacht kommen. Wir sind gerüstet. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.